Eins. Hallo, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Heute Folge 3, Let's Play allen möglichen Scheiß. Andi hat eine Weltreise gemacht und hat uns was aus Amerika mitgebracht. Er war in L.A. und hat uns dieses Spiel mitgebracht. Da muss man Teile miteinander verbinden und das ist gar nicht mal so leicht. Vielleicht könntest du uns da mal was zu sagen? Ja, na klar. Ja, hi erstmal. Wie Olli schon sagte, habe ich hier diesen herrlichen amerikanischen Titel aus L.A. in der Beta-Version mitgebracht. Das nennt sich Puzzle. Ein ziemlich tolles Mehrspieler-Game, bei dem es mal nicht darum geht, sich gegenseitig in den Kopf zu schießen oder andere verrückte Sachen zu machen. Man soll hier wirklich seine grauen Zellen benutzen, um aus Einzelteilen durch Kombinationsgabe ein Ganzes zu erschaffen. Wie das genau funktioniert, sehen wir später noch, wenn wir das Ganze mal anspielen. Die Gameschmiede Clementoni hat sich hierbei besonders Gedanken darüber gemacht, Entschuldigung, das ganze Spiel so zu designen, dass man es wirklich mit jeder Hardware spielen kann. Jeder Mensch kann es wirklich zu Hause spielen. Man braucht dafür keinen High-End-PC oder sonst was. Du brauchst echt keinen Controller. Ja. Du brauchst keine Boxen, du brauchst keinen krassen Monitor oder sonst was. Also alles basiert auf einfachsten Dingen. Die haben versucht, das Ganze so sehr ins reale Leben zu übertragen, wie es nur möglich ist. Und deswegen braucht man einen Tisch. Auf dem kann man das Ganze spielen oder irgendeine andere glatte Unterlage. Außerdem haben sie versucht, wirklich eine fotorealistische Grafik zu machen. Das Ganze funktioniert über echt intuitive Touch-Steuerung. Ich zeige das hier mal. Hier liegen so ein paar Bausteine des Spiels. Man kann hier einfach so reinfassen, 3D. Das Ganze hochheben. Also es ist in 3D. Geil. Man kann es einfach so frei durch den Raum drehen. Du siehst, es gibt, ja, man kann es auch, eine Beta ist. Das ist geil. Obwohl es eine Beta ist, gibt es keine Ruckler oder ähnliches. Und hör dir mal den Sound an, Olli. Ja. Hörst du das? Und jetzt dreh mal deinen Kopf. Dreh mal deinen Kopf, dass du dein rechtes Ohr hast. Schau ich mal. Ja. Du hörst oh, den ja. Sound im rechten Ohr. Jetzt dreh den Kopf nochmal. Ja. Du hörst den Sound im linken Ohr. Ey, Stereo. Absoluter 3D-Sound. Nicht nur Stereo, es ist wirklich 3D-Sound. 3D, ja, stimmt. Absolut das Neueste auf dem Markt und das bei diesen minimalen Hardware-Anforderungen. Krasse Sache. Und obwohl es eine Beta ist, konnte ich bisher kaum Bugs feststellen, außer dass ab und zu beim Spielen mal ein Teil runterfällt. Das ist aber nicht so schlimm. Die haben echt gesagt, die wollen es für die nächste Beta-Version beheben, damit es wirklich 100%ig flüssig läuft, damit keine Fehler mehr. So, und weil ich jetzt schon wieder ganz schön viel gelabert habe, spielen wir das Spiel einfach mal im Multiplayer-Modus, im Versus-Modus. Jeder muss ein Bild zusammensetzen und wer schneller ist, gewinnt. Ganz okay. Einfach. Aha. Okay. So, auf die Plätze. Fertig. Fertig. Los. Wir befinden uns jetzt im Spielbildschirm. Es liegen schon zwei Kartenstapel da. Und es geht auch jetzt schon los. Ich sage 3, 2, 1 und das Spiel beginnt. Ich decke schon mal alles auf. Oh. Und der erste wird der Sieger sein. Aber es ist ja nicht mal so schwer. Leicht. Hier oben. Ich komme nicht klar. Ist das Spiel dir zu kompliziert? Ja. Ich habe mit der noch nie gespielt. Ich habe gerade mal einen Teil zusammen. Und das war, glaube ich, auch nur Glück. Ja, es ist auch nicht so leicht. Man. Ja. Man muss ganz schön üben, damit man hier wirklich vorankommt. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen Übung. Ja. Ich musste es ja schon mal antesten. Und war angenehm überrascht, wie gut und intuitiv sich das Spiel eigentlich zocken lässt. Also, alles läuft schon ziemlich flüssig. Aber die Grafik ist schon echt geil. Eine Beta-Version, absolut, ja. Ich habe selten so gute Grafik schon in der Beta gesehen. Ich komme hier nicht klar mit dieser Säule hier. Das ist ja. Ach, da ist er ja.
Tja. Ab wie vielen Jahren ist denn das Spiel geeignet? Also ist ab 18 oder? Nee, dadurch, dass hier keine Gewalt oder ähnliches im Spiel passiert, kann man es tatsächlich schon ab 3 Jahren spielen. Ab 3? Oh. Ab 3 Jahren, ja. Es ist für die Dreijährigen sicherlich noch ein bisschen schwierig. Einfach aufgrund der Komplexität des Spiels. Aber man findet sich rein, wenn man sich ein bisschen Zeit gibt, das ganze Spiel zu zocken. Fertig! Fertig! Fast gleichzeitig. Ja, das ist absolut ein Draw. Man sieht, unentschieden. Der Versus-Modus ist ganz schön herausfordernd. Man muss echt schnell sein, um das Ganze hier fertig zu kriegen. Ja, aber... Aber es macht Fun. Wollen wir das nicht mal lieber mit verbundenen Augen spielen? Das machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Oder wenn das Spiel wirklich fertig ist. Ja, okay. Da soll es dann noch mehr Spielmodi geben. Wann? Rätseln, die noch mehr Teile enthalten, noch mehr Zwischenstufen. Mehr als 20 Teile? Ja, da soll es dann bis zu 30 Teile geben. Oh, 30! Absolut, ja. Oh, und das muss man erstmal schaffen. Ey. Also wir haben jetzt hier gerade den einzigen bisher spielbaren Modus gespielt. Hm. In der fertigen Version soll es dann auch kleinere mit nur 10 Teilen geben und größere mit 30 Teilen. Gibt es auch noch Teile mit 4 Teilen oder so? Ah, nee. Das wollten sie rauslassen. Oder höchstens als DLC irgendwann später. Ach so, oh ja, das wäre geil. Neue Motive kann man sich auch immer wieder runterladen für nur 99 Cent oder sowas. Ja. Also ist schon ziemlich toll, was die sich da ausgedacht haben. Ja. Ich bin zufrieden mit der Beta. Also ja. Ich bin auch echt schon gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall vorbestellen. Tolles Spiel. Also sobald man es vorbestellen kann bei Amazon, werde ich es auch vorbestellen. Und ich freue mich schon drauf, das mit meinen Freunden zu Hause zu zocken. Ja. Ja, schön, dass du da warst. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Und wenn das Spiel fertig ist, gibt's eine Revanche. Wenn das Spiel fertig ist, treffen wir uns erstmal wieder. Und dann sehen wir mal, wer der Schnellere ist. Genau. Diesmal war es ja ein klares Unentschieden. Ja. Okay. Tschüss, also bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute.